So. Jetzt müssten wir das Eisen da unten bisschen da oben dran binden. Okay, Eisen kommt bis da oben an. Eisen braucht der. Ja, das passt. Der braucht jetzt die Dinger, die Dinger. Die kriegt er gar nicht, ne? Die kriegt er. Klar. Also. Und wir müssen jetzt nur sagen, nimmst du den, nimmst du das. Dann haben wir diese Produktion fast schon fertig. Jetzt fehlt, wie gesagt, jetzt noch die Kupferstangen. Und dann könnten wir schon alles herstellen. Stahlträger kommen von da drüben. Ach ne, wir müssen die intelligenten Greifarme, genau. Die müssen wir auch noch rüber schaffen. Ah. Moment. Moment. Das haben wir gleich auch. So. Das kriegen wir alles schnell hin. Das ist gar nicht das Problem. Aber warte, wir müssen das etwas. Wir sollten es erst so drehen. Jetzt sind beide Komponenten sind da oben, genau. Was ich ganz vergessen habe, wir brauchen vier Eingänge, okay. Wir bekommen von da zwei. Ich mache mal einen Platz Abstand. Mache den da hin. Dann ist das blaue und Tränke. Okay, hiervon können die Greifarme kommen. Greifarm und diese Schaltkreise. Das wäre ja machbar. Und von der Seite zwei Arme. Weil ich muss die ja auftrennen. Ich brauche ja das Zeug von hier hinten. Deswegen sollten wir gleich gucken, dass wir das ein bisschen aufgetrennt kriegen. Ich weiß noch nicht wie. Muss es hier irgendwo auftrennen. Wäre ja schlauerweise zu sagen, okay, wir nehmen hier die Batterien runter. Batterien runter. Hier soll er das. Das sind ja. Ach, Raketentreibstoff. Die Kupferstangen runternehmen. Jetzt sind die Kunststoffstangen. Der braucht die Batterien bis hierhin. Erstmal. Und wir bräuchten die Kupferstangen mit den Kunststoffstangen dahin. Jetzt haben wir fast alles fertig, richtig? Stahl. Uns fehlt noch Stahl. Und wie kriege ich Stahl darunter? Und was passiert? Warte, er pumpt die hier rüber. Ich muss mal hier Strom, muss ich hinkriegen. An die Stelle. Er pumpt es nach außen, okay. Das wäre Sinn. Kriegen wir das vielleicht nach innen? Kriegen wir Stahl nach innen. Ja, dann machen wir zwei intelligente hin. Und zwar soll der eine intelligente sagen, okay, wir nehmen. Ich kann auch zwei normale hinsetzen, aber ich nehme gerne intelligente, damit ich es ein bisschen strukturierter habe. So. Nimm du mal die Batterien und nimm du mal bitte das Stahl. So, und ich muss eigentlich nur nach innen kriegen. Wäre ja von da nach da. Mal drehen. So, dann gucken, dass wir es nach unten reinkriegen. Jetzt müssen wir das so dran pumpen, dass er das nach unten fließt. So wird das auf jeden Fall nach unten kriegen.
Würde für uns heißen. Auch spalten. So, hier schon mal auch spalten. Einmal. Oh, schon wieder was fertig. Was haben wir denn hier? Aktive Anbieterkiste und Anforderungs. Okay, das ist für später ganz gut. Was haben wir denn hier? Okay, das ist gut. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Bisschen mehr Platz ist immer gut. Kann man immer gebrauchen. Oh shit. Okay. Jetzt hat er die beiden Sachen. Die Materialien gehen nach unten hin, weil ich sie da nicht brauche. Würde gerne Batterien. Ja, mache ich Batterien und sowas in eine Kiste rein. Wie clever ist das, in eine Kiste reinzupacken? Die brauche ich eher weniger, aber. Ich könnte Akkumulatoren herstellen lassen. Und zwar, was kosten die? Die kosten Eisenblasen und Batterien. Habe ich doch. Das heißt, wir machen uns noch einen davon. Eisenplatten sind da. Eisenplatten sind da. Da sind die Greif. Warte mal. Die sind noch nicht im Förderband drin. Sind noch nicht auf Förderband gewesen. Das ist ganz gut. Dann holen wir uns das Zeug. Weil er braucht die nur da oben. Ne, er braucht da. An der Stelle braucht er die erst. Dann würde ich nämlich hier gerne. Das kriegen wir dahin, das passt. Das passt ganz, ganz gut. Ganz gut. So, wie weit können wir das noch hochziehen? Bis da oben hin. Okay. Dann heißen, zack. Machen wir den da. Den setzen wir einen noch darunter hin. So. Der kommt da dran, der kommt da dran, der kommt da dran. Das alles ziemlich nah aneinander bauen. Das ist die Frage. Das cleverer zu bauen. Dieser Stelle hier. Ja, dann fährt er so rum. Dann kann man immer noch hier lang fahren. Dann haben wir nichts verschwendet. Okay, und du machst uns Akkumulatoren. Einfache. Brauchst dafür Batterien. Brauchst dafür Eisenplatten. Jetzt brauchen die ganzen Jungs hier noch Strom. Cleverweise so krieg ich den neuen runter. Krieg ich den dann runter? Da krieg ich den. Ja, ich muss den so haben. Zack. Geht nicht anders. Machen wir uns halt noch ein paar. Ich jetzt irgendwas zu übersehen. Ach, die haben noch keinen Strom. Und scheiße, es ist nervig, hier ein bisschen Strom dazwischen zu brücken. Jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert. Bin gespannt. Wo habe ich denn den so hoch weit gefahren? So, der produziert jetzt die roten Bänder und die müssten jetzt da noch rein. In den hier. Dann machen wir einfach zwei davon und machen uns eine Kiste. Und zwar Eisenkiste ist okay. Eisenkiste reicht vollkommen.
Jetzt die Bänder, dann pumpen wir die von da und könnten immer noch sammeln, die Dinger. Der produziert die, der produziert die. Jetzt wird es hier gleich ein bisschen enge. Weil die blauen Tränke müssen auch wieder weg. Kriegen wir die denn? Kriegen sie hier bald zwischen. Das sieht ganz, ganz gut aus. Dann bräuchte noch eine Kiste. Eine Kiste brauchen wir noch? Ne, brauchen wir gar nicht. Brauch nur eine. Was machst du noch für Bänder? Ich habe auch keine Kiste mehr. Ne, habe ich nicht mehr. Schade. Müssen halt ein Momentchen warten. Geht ja relativ fix hier an der Stelle. So, Schwertstahl. Ja, das ist. Ja, hier ist jetzt wieder so eine enge Produktionsstätte, aber das ist ganz okay. Hier verbraucht er jetzt auch wieder Material. Weil hier habe ich extra zwei Kreise gemacht, damit ich immer ein bisschen was verbrauchen kann von allem. Genau, wenn er einen braucht, holt er sich da direkt. Ich kann ihn auch zur Not sagen, okay, wenn du nicht rankommst, dann hol sie dir davon. So, wenn ich jetzt noch mehr von den Dingern brauche, produziere ich aber noch mehr. Ich glaube nicht, dass ich so viele davon brauche, weil Solarpanel brauche ich gerade nicht. Weil, glaube ich, wenn ich jetzt einen rausnehme. Ah, jetzt hat er schon nachgefüllt. Weil er gesehen hat. Sollte er auch hier gleich produzieren wieder. Weil ich habe gesagt, hier mach mehr als 20, dann hörst du auf. Jetzt hört er wieder auf. Jetzt füllt er hier wieder die Bänder auf, bis er nicht mehr kann. Und füllt den Rest dann weiter. Jetzt sehe ich ja schon, jetzt brauche ich mehr von da und mehr von da. Und könnte hier dann sozusagen in der Mitte was aufbauen. Da. Oder könnte die Kreise noch größer machen, damit die nach unten weiterführen. Und könnte in der Mitte noch die Produktionsstätten dafür bauen, weil Kupfer haben wir eh genug. Wie ich sehe. Ja, Kupfer ist noch genug da. Hier ist ja noch genug. Zur Not haben wir hier die ganze Reihe noch, hier oben die ganze Fläche. Gut, das Öl ist jetzt eher weniger. Das ist benutzen. Da kommen wir eher weniger zu. Nötige Greifarm ist voll, das ist voll, das ist voll, das ist voll. Okay. Wenn du voll bist. Jetzt braucht der Stahl noch. So. Jetzt hat er dit hat er. Akkumatoren hat er 4 Stück. Da würde ich sagen. Intelligente Kiste, intelligenten Greifarm habe ich noch. Paar Kabel machen wir noch. So, verbinden wir die beiden. Dann sagen wir einfach. Was ist 20 Stück? 20 ist okay. Festlegen. Akkumulatoren. Genau. Die Gäste sollen sagen, wenn 20 Stück da sind, soll er aufhören. Müsste ja dann passen. Soll er hier nur Akkumulatoren rausnehmen? Weil ich kann ja passieren, dass ich irgendwann was anderes produziere hier. Das wird eher weniger passieren. 5, was braucht er denn dafür? 5 und 1. Ach, dann genug Batterien haben wir genug. Die Produktion kommt. Die Batterien kommen von da, genau. Staut sich auch, ne? Ja, das staut sich da hinten. Ich könnte diese Strecke auch mit Zügen machen. Das heißt, er füllt hier hinten alles auf, bringt hier alles hin, lädt alles ab. Aber für die Strecke ist es noch okay. Genau wie mit dem Stahl, das hätte ich runterführen können. Wäre nicht das Problem gewesen. Dafür sind die ja da. Die Züge, aber die werden wir noch andersweitig gebrauchen, weil sobald die ganzen Minen da oben alle weg sind, haben wir wieder Platz. Dann können wir ein bisschen mehr hin und her fahren. Müssen wir auch. So, der intelligente Greifarm. Hier ist jetzt überfüllt, da ist jetzt überfüllt. Und sobald überfüllt ist, kommen die nicht mehr hinterher. Was jetzt noch Problem ist, sind die Dinger. Dazu werde ich noch zwei Dinger bauen. Greifarme bauen wir noch welche. Dann machen wir alle. Ich habe dann keine Greifarme mehr, das heißt, mir fehlt Eisen. Eisen. Ja, Kupfer fehlt mir. Wenn mir Kupfer fehlt, dann machen wir einmal so. Zack. Hol uns das hier raus und machen nochmal 20 Stück. Ich könnte jetzt auch intelligente Greifarme und die blauen Greifarme einmal nochmal separat in Kisten packen. Was ja sinnvoll wäre, weil wir brauchen sie ab und zu immer. Das heißt, ich kann immer welche rausgreifen hier. Zwischen den beiden. Wir machen einfach eine Kiste zwischen. Oder da oben hier. Dann haben wir Produktionsabfall davon. Beziehungsweise
Beziehungsweise können wir was uns da auf jeden Fall von nehmen. Aber ich brauche halt noch ein paar Schaltkreise. Weil damit werde ich nicht auskommen. Aber die Lampe mal kurz weg. Zack. Schaltkreise, weil ich will ja alles so möglichst wie es noch geht, automatisieren. Wie bekommen wir die denn schlauerweise dahin jetzt? Ich müsste die da irgendwie draufkriegen, ne? Habe ich noch, habe ich noch, habe ich noch? Unterführung. Ich brauche ein paar Unterführungen. Die machen wir gleich, die Greifarme. Wir machen jetzt erstmal eine Unterführung, weil ich davon welche brauche. Gerade am Überlegen. Kriegen wir das so? Ne, so kriegen wir es auf jeden Fall nicht. Aber mit einem Greifarm kriegen wir sie auch nicht dahin. Der braucht die noch, ne? Das heißt, er würde aber. Oh, genau, vorschmaurig. Er würde aber das hinbekommen. Kriegt er das hin? Ne. Kriegt er nicht hin? Kacke. Keksche ist das. Will er das denn nicht? Echt komisch manchmal. Der soll den ja da drauf führen. Auf den unteren, sonst müsste ich den ja auf den oberen führen. Das will ich ja nicht. Okay, er produziert sie auf jeden Fall. Jetzt müssen wir sie noch rauskriegen. Wie kriegen wir sie am schlausten raus? Müssen sie auf das Band kriegen. Clever wäre ja, das so zu machen. Ah, da hätte ich einen, da müsste ich einen rüber gehen. So. Also das kriegen wir hin. Wir nutzen jetzt jeden Winkel hier aus. So, das dahin. Den noch weg. Okay. Nach unten. Ah. Jetzt müssen wir nur sagen. Förder uns das da rein. Ist gemütlich, kein Strom, das ist nicht das Problem. Kriegen wir hin. Fördern dir kurz ein Lämpchen hier hin. Die Rohre brauchen wir nicht. So, jetzt kann er so weiter da auftrennen. Jetzt kriegt er mehr davon. Brauchen wir jetzt noch mehr von den Dingern hier? Ich würde sagen, ja. Brauche ich noch mehr davon, aber da können wir doch hier oben noch. Ach, da braucht er nicht mehr, aber wir brauchen hier mehr. Brauchen wir hier mehr? Ich sehe schon, hier hat er wieder 20 aufgeholt. Oh, jetzt nimmt er schon wieder keine, weil er 20 Stück drauf. Ich könnte auch sagen, weißt du was? Forder mal 100 Stück festlegen. Hat er was zu tun hier? Weil. Oh, immer ein paar Solarplatten jetzt mittlerweile. Kann man immer mitnehmen. Frag mich jetzt, nehmen wir ein paar intelligente Greifarme raus und ein paar von denen hier. Das heißt, wir brauchen noch zwei intelligente Kisten. Hier haben wir Logistik. Noch Logistik zwischendrin. Das sind jetzt so Logistikplätze. Unten kriegen wir nachher nochmal 20 Stück hier. Und hier erweitert sich das später auch. Das kann ich euch jetzt schon mal vorab sagen. Hier, wenn man das hier nachguckt: Spieler, Abtransport, Logistik, Inventar, Logistik, Inventar. Entschuldigung, Logistik-System und das kommt alles dazu. Und würde sagen, wir machen hier auch noch eine intelligente Kiste hin. Und zwar
eine dahin und eine dahin. Fördern die mit den Dingern. Kriegen auch noch. Das ist ganz gut, wenn wir das da gedeckt kriegen. Wollte die eigentlich die beiden verbinden? Sagen, nimm mal, ich sag mal, 200 Stück. Von dem blauen. Was soll ich hier produzieren? Und hier nimmst du 100. Festlegen. 100 intelligente Greifarm. Das muss natürlich so sein. Ja. Jetzt kann er produzieren. Nee, muss er schon so machen. Produktion. Ach, dem fehlen Schaltkreise. Ach, weil er jetzt hier am Produzieren ist, genau. Oh, jetzt fehlen hier Eisenplatten. Jetzt kann er auch wieder welche nachschieben hier noch. Und jetzt brauche ich definitiv hier welche, das sieht man schon. Um das jetzt ein bisschen aufzuteilen. Machen wir die beiden Kreise einfach hier unten lang. So. Ah, shit. Okay, das ist alles gut gegangen. Jetzt sollte es wieder funktionieren und wir können. Kriegen wir denn hier. Kriegen wir Kupfer hier reingeschoben? Wir haben da Kupfer, wir haben da Kupfer, wir haben da Kupfer und wir haben da Kupfer. Also wenn ich jetzt hier sage, okay, Kupfer spalte ich hier auf. Wird doch keiner was gegen haben. Klar, ich habe jetzt zwei Kupferpartien hier drüben, aber ich glaube, da wird niemand was gegen sagen. Bauen wir noch mal einen davon. Ich brauche einen bei euch noch. Einen zweiten könnte ich noch später bauen. Und in der Zeit musst du so einen noch. Und noch ein und noch ein. Jetzt haben wir doch gerade neue Kisten bekommen hier, ne? Wo sind sie denn? Lagerkiste. Langzeitlager für Logistik. Und stellt ein Itemangebot, Bauroboter und Spieler zur Verfügung. Okay, passive. Die anderen baue ich hier. Bauroboter und Logistikroboter. Okay, die kann transportiert zwischen Kisten im Logistiksystem. Okay, das ist ganz gut. Das ist clever. Das ist clever. Jetzt machen wir die maximale Reichweite hier, damit wir vielleicht nochmal irgendwas hier zwischenkriegen. Den müssen wir so rum haben. Das ist machbar. Ich sehe kein Problem. Oder? Doch, ein Problem sehe ich. Der Weg hier ist zu klein. Auch den hier. So, damit ich zwei Greifarme hinbauen kann. Ich hoffe mal, ich nehme mal hier nur einen. Ich weiß nicht, wie ich damit auskomme. Hätte doch gepasst. Ich hätte vorher bauen sollen. Ah, nee, stimmt. Ich musste ja den haben, weil sonst hätte ich den. Von den hätte ich auch noch einrücken können. Hätte es gepasst. Dann hätte der Kram gepasst. Komme ich jetzt mit einem? Ich komme mit einem hin. Und du produzierst jetzt. Kälbischen, Kälbischen. Er fördert die drauf. Perfekt, haben wir genug im Vorrat jetzt.
so. Oh, kommen wir mit der Produktion ganz gut hin. Okay, wir sind ausgelastet. Wir sind ausgelastet. Und weil wir jetzt ausgelastet sind, passt das ganz okay. Wir packen uns jetzt die Akkumulatoren. 20 Stück hat er. Genau. Soll jetzt die Dinger machen. Und wie viele Sappeln hast du? 45. Nehmen wir mal alle. Jetzt noch ein paar Kupfer. Und hier oben habe ich ja massenweise Platz. Hier. Und hier werde ich jetzt ganz gemütlich mein Stromwerk aufbauen. Zack. So, Akkumulatoren. Brauche ich als erstes. Serie. Das wäre mit denen hier, glaube ich, besser. Wo habe ich sie denn? Wo sind sie denn da, zwei Stück? Komme ich da noch zwischen? Ah, die kriege ich auch nicht, hätte ich eine höher schieben, egal. Ah, mache ich mal anders. Kriegen wir jetzt Problemleistung eigentlich? Relativ. Aber die laden sich jetzt alle auf hier. Seht ihr die Kapazität von Megajoule? Bisschen. Bisschen was. Wie nutzt man jetzt die Fläche am besten aus? Ich mache erstmal den Rand. Ja. Würde gerne noch immer so eine Reihe frei haben. Das heißt hier vielleicht den, den. Jetzt kriege ich den nicht dran. Ist ein bisschen blöd. Ich kann zwischen denen herlaufen. Ich kann nicht da drauf rumlaufen. Okay. Das wäre das Minimalste, sag ich mal. Oh. 1, 2, 3. Ein frei. 1, 2, 3. Immer so ein Sechserpäckchen. So, das nächste Sechserpäckchen. Würde. Passt das denn? Ich muss hier dann da und da hin machen. Dann das nächste Sechserpäckchen. Oh. Nächste Sechserpäckchen. Und gleich die nächste Reihe da oben hin. 1, 2, 3. Aber wir haben da ein bisschen vorproduziert. So, und damit wir nämlich mit der Energie ein bisschen weiterarbeiten können. Damit ich nach und nach die Kohle ein bisschen einstampfen kann. Die Kohleproduktion. Ah, ich schließe gleich alles an. Muss ich den. Ja, den kann ich ja mit dir sitzen, ne? Zack. Sitzen wir mal mittig. Jetzt blinkt noch alles, aber gleich nicht mehr. Blink, 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 blink. Komm, gucken, nimmt auf das ganze. Bl ja. Sagen wir mal. Wir haben ja alles im Überblick. Mitte. Oh ne. Mitte. Wie viel haben wir denn noch? 11 Stück haben wir noch. Ah, da sitzen wir noch. Da kommen wir jetzt nicht dran, aber wir könnten noch ein Sechserpäckchen oben drauf sitzen, oder?
Kommt der denn da hinten dran? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das wäre mit den Dingern abgedeckt. 2, 3. Okay, komm, wie viel brauchen wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 7 Stück noch. Okay, holen wir uns noch 7 Panel. Verbinden die alle schon mal untereinander und dann schließen sie alle an und dann sollen sie aufladen. Ich glaube, das wird dann okay sein. Akkumulatoren. Solarpanel waren weiter unten. Produziert ihr gerade nicht? Das habe ich umgestellt gehabt. Können wir denn welche herstellen? 1, 2, 3, 4, 5. Und stellen wir halt per Hand welche her. 5 Stück gehen ja relativ schnell. Können wir nämlich alles aufbauen. Ja, soll der aufladen den Strom hier. Das Gemüse hier. 1, 2. Die nächsten kommen jetzt gleich, dann können wir schon mal die Kabel verbinden. Dann haben wir erstmal eine große Fläche mit Solarpanelen vorrätig. Ich würde jetzt sagen, jetzt tragen wir das schon mal ins Netz an. So. Ich glaube, unsere Produktion ist, glaube ich, damit gedeckt. Ah, hier, die verbrauchen natürlich Fett. Da müssen wir gleich mal gucken, ob die jetzt dann so langsam auch fertig werden. Mit dem ganzen da Kohle sieht schon wieder schwächer aus. 2,4 nur noch. 900, also knapp 1000 Stück nur noch. Hier sind es jetzt auch nicht mehr viele. Aber die produzieren alle. Hier oben ist natürlich eine Produktion. Hier ist natürlich eine Rauchschwarte bis ohne Ende. Ah, hier keine Dinge mehr zur Verfügung. Nehmen wir mal welche raus. Weiß gar nicht, brauchen denn nur Greifarme, nur Stahl? Ne, die brauchen noch Kupfer. Ah, die brauchen. Wie gesagt, produziere ich schon mal ein paar vor. Hier oben. Und pumpe die damit runter. Aber anscheinend wollen das die Dinger nicht. Lampen, 4 Stück. Das können wir auch noch machen. Jetzt wenn man da drunter eine Lampe. Jedem zweiten Feld. Komme ich denn da durch? Ja, da kann ich. Kann ich super duper durchgehen. Hier geht leider nicht. Schade. Hier genau einen Weg machen sollen, aber. Das ist doch egal. Eh genug. So, 1, 2, 2. Dritte kommt jetzt auch noch zum Schluss, zu guter Schluss. Der da, der da, der da. Jetzt sind die blauen Tränke nur noch dran. Jetzt schaue ich mal auf die Zeit. Was die Zeit denn sagt. Die Zeit sagt 33 Minuten. Okay, dann machen wir das noch. Ja, Solarpanel fertig. Dann haben wir heute eine große Produktionsstätte geschaffen, wo wir Strom haben. Einige haben wir ja auf jeden Fall. Wir werden noch ein paar solche Sektoren machen. Ich glaube, solche. So ist das ganz okay, diese Panel-Reihenfolge. Und dann machen wir oben noch so 4 Flächen davon. Zäunen die ab oder so. Oder machen noch ein paar mehr. Ich weiß noch nicht, vielleicht außerhalb noch ein bisschen ein paar Produktionsstätten, wo sie auf jeden Fall benötigt werden. Und jetzt müssten wir diese Tränke wegkriegen. Okay, hat er sie schon. Jetzt müssen wir sie. Ich muss mal zwischengucken. 22K, 11K. Dass ich alle Produktionsstätten mal nachgucke. Grünen Tränke fehlen. Okay, ich muss die auf dieses Band kriegen. Kriegen wir sie auf dieses Band? Ja. Das kriegen wir hin. Fraglich nur wie. Erstmal austauschen hier. Kein Mensch. Zu wenig davon. Zu wenig Eisenplatten. Ah, zu wenig grüne Tränke kommen an. Der rote hat er genug, aber grüne muss er jetzt nachproduzieren, weil davon keine mehr so langsam kommen.
Muss ich auch gucken, dass ich vielleicht noch eine zweite Produktionsstätte mit. Boah, der ist zu langsam. Der produziert genug. Aber der ist zu langsam. Serie rein. Theoretisch geil, wenn die der das. Jetzt können beide grüne Tränke produzieren. Ah, produziert er? Ja, produzieren beide. Okay, jetzt haben wir 1 zu 2, das ist ganz gut. Rote Tränke sehen wir noch, haben wir noch aufgefüllt, weil ja, wir brauchen 150 davon, 150 davon. Kommt ja jetzt langsam nach und nach. Werde jetzt zwischendurch wieder forschen, bis alles blau ist, aufgedeckt ist. Und sobald wieder was Neues rausgekommen ist, werde ich vorbereiten, wie jetzt hier. Werde euch mit den nächsten Produktionsstätten vorgehen. Okay, die blauen Tränke brauchen wir jetzt. Die hole ich noch, genug Förderband da habe ich mit. Von den anderen muss ich euch hier herstellen. Dann machen wir einfach das Maximale, was noch geht. Ah, da brauchen wir einen. Hier wird es ganz schwierig. Oh, können forschen. Ne, wir forschen jetzt erstmal nichts. Wir lassen jetzt erstmal wieder auffüllen. Hier ist problematische Stelle an dieser, an diesem Ding hier. Wir könnten sie unten drunter fahren lassen. Hier lang. Fahren sie dann da, ja. Ich glaube zu sagen. Noch ein näher. Na, können wir denn. Ja, das wäre das nächste, okay. Würde aber, würde gehen. Würde funktionieren. Okay. Hier haben wir frei, da haben wir frei, da haben wir frei. Passt. Das heißt, ich werde jetzt alles so eine Art zweite Linie lang bauen. Oder Stahl auch lang geht. So. Da könnte man sie nochmal vielleicht nochmal gebrauchen. Ist es jetzt sinnvoll, außerhalb von dem Ding lang zu fahren? Ich glaube ja. Das heißt, das fahren wir mal weg hier. Von den Dingern hat er ja wieder eins fertig. So, da sind jetzt die blauen Tränke. Jetzt habe ich genug von den Förderbänder herproduziert. Blau, 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 blau. Du fährst da unten lang, fährst mit dem Ding dann entlang. Sauber. Bin eher so der wenige Fan von, dass ich so 10.000 Knicke mache, aber. Wenn man es dann hier wieder ein bisschen schöner kann man zur Not von da noch zwischengreifen. Werde ich eher weniger benutzen, das weiß ich jetzt schon. Weil ich dazu kaum die Materialien habe. So. Dann haben wir noch eine Lampe dazwischen. Dann ist es wenigstens etwas beleuchtet an dieser Stelle. Produktion, beziehungsweise die Leistung ist okay. Kann aber noch benutzt werden. Jetzt kommen die ersten blauen Tränke an. Die kommen in der oberen. Papa, oberen, oberen, oberen. Die gehen oben lang. Sollten wir schauen, dass wir das Zeug so langsam dahin kriegen. Also irgendwann verschwindet das hier auch. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Ne, wir machen es einfach so weiter. Wir produzieren es einfach so, wie gehabt. Und was jetzt eigentlich wichtig gewesen wäre, dass ich die nach unten fahren lasse.
So. Auf der Stelle. Wäre ein bisschen produktiver, einfacher gewesen. Brauchen wir jetzt wieder intelligente Arme. Zack. Habe auch keine mehr davon. Das heißt, wir müssen auch bald wieder davon mehr. Wir können einfach mal durchziehen. Drück einfach mal durch, damit ich genug davon habe im Anschluss. So, einmal blauen Trank. Und dann könnte ich produzieren. Aber ich würde sagen, ich erforsche wieder einige Dinge und werde mich jetzt ein bisschen umgucken, was ich noch ein bisschen verbessern kann. Und würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal mit Factorio. Bis dahin, euer Flash-Shooter P und tschüss.